Hallo und herzlich willkommen. Du bist wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Du siehst, hinter mir steht wieder der Flipchart. Das heißt, heute gibt es wieder was zu erklären. Und nachdem wir uns in einem der letzten Videos mit dem sogenannten POP-Wert beschäftigt haben, POP, beschäftigen wir uns heute mit dem POT-Wert. Also statt dem P ein T. Das T steht für Touch. Und was das bedeutet, darum geht es jetzt im Video. Wie schon erwähnt, im letzten Video, in einem der letzten Videos, wir verlinken euch das hier auch nochmal, hatten wir über den sogenannten POP-Wert gesprochen, Probability of Profit. Und auch wenn es der ein oder andere dann in den Kommentaren geschrieben hat, das war ja nicht so die 100% genau akademische Erklärung. Darum geht es aber auch gar nicht, sondern es geht ja hier immer darum in diesem Kanal, dass ihr Wissen bekommt, mit dem ihr in der Praxis etwas anfangen könnt. Und da bin ich auch gern bereit, mir das sagen zu lassen, dass es akademisch nicht 100%ig korrekt ist. Deswegen nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Der POP-Wert sagt also aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit, Probability, werden wir mit dem Trade, den wir machen, mindestens einen Cent verdienen. Ne? Das ist ein Konzept, das kommt von den Tasty Trade Jungs, ist aber auch bei vielen anderen Anbietern mittlerweile beinhaltet. Das heißt also, es ist mittlerweile ein wirklich Standard in der Industrie geworden. Und wie funktioniert das Ganze? Wir können es uns nochmal ganz kurz anschauen. Wenn wir also, ist eine kleine Wiederholung, wenn wir also sagen, okay, hier POP-Wert, du hast also von mir aus ein Delta von 12, dann bedeutet das, du hast eine etwa 12-prozentige, die Wahrscheinlichkeit, dass die Option im Geld landet, liegt bei 12%. Drehen wir das ganze Delta um, dann kommen wir auf 88, das heißt, du hast also einen POP-Wert von etwa 88%, was bedeutet, dass du eben mit einer 88-prozentigen Wahrscheinlichkeit mit diesem Trade Geld verdienen wirst am Verfallstag. So, das ist soweit ganz klar, das kennt eigentlich auch jeder, ne? Delta haben wir immer schon gesagt, das ist auch ein Wert für die Wahrscheinlichkeit. Jetzt ist es aber natürlich so, das Ganze gilt ja nur am Ende der Laufzeit. Und ihr wisst alle, wenn ihr Optionen handelt, dass es ja nicht so ist, dass wir sagen, okay, wir setzen jetzt mal den Trade auf, dann läuft der schön gemütlich los und irgendwann machen wir den mit einem Gewinn oder Verlust zu, sondern zwischenzeitlich passiert es ja immer mal wieder, dass eine Option in den Gewinn läuft, dass sie wieder zurückläuft. Und gerade für Anfänger ist es ja relativ schwierig abzuschätzen, werde ich denn meine Optionen rollen müssen? Werden meine Optionen vielleicht eher durchlaufen? Wie häufig wird das passieren? Also wenn ich 100 Trades mache, muss ich dann 70 Mal adjustieren oder muss ich dann nur 20 Mal adjustieren? Also etwas, was Händler, die ein bisschen länger dabei sind, so ein gewisses Bauchgefühl haben, ne? Das fehlt ja den Anfängern. Und deswegen gibt es einen Wert, der euch da vielleicht ein bisschen selber oder helfen kann, wenn ihr selbst in dieser Situation seid. Und dieser Wert ist der sogenannte POT, wobei eben das P wieder für Probability, also für Wahrscheinlichkeit, und hier das T für Touch oder Touching steht, also die Berührung. Und stellt euch eine folgende Situation vor, ihr habt einen Markt und der geht von mir aus nach oben und ihr sagt, okay, ich verkaufe hier unten einen Put. Und angenommen, ihr habt jetzt hier ein Delta von, bleiben wir mal bei dem hier oben, von 12. Dann wisst ihr anhand dieses POP-Wertes, dass ihr ungefähr eine 88-prozentige Wahrscheinlichkeit habt, dass am Ende der Laufzeit, also wenn die Option aufhört zu existieren, dass dann der Strike unterhalb des aktuellen Preises sein wird oder umgekehrt der Preis oberhalb des Strikes sein wird und damit die Option wertlos verfällt. Schön und gut. Aber was ihr eben nicht wisst, wenn hier der Verfall ist, was passiert denn hier dazwischen? Ne? Und da gibt es diesen sogenannten POT-Wert, Probability of Touching, nämlich der sagt aus, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis den Strike in dieser Zeit berührt. Und wenn er ihn berührt, was ist denn eigentlich dann? Ne? Also angenommen, wir machen mal hier eine andere Farbe schnell. Angenommen, der Preis würde tatsächlich hier runterfallen. So, genau auf den Strike. Wie sind dann eigentlich die Chancen? Die sind natürlich dann in dem Falle 50-50. Warum? Eine Option, die am Geld wäre. Hier ist der Strike, hier ist das Geld sozusagen.
hat ein Delta von 50, eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit. Das heißt, mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit geht es wieder hier hoch, mit 50% geht es darunter oder bleibt darauf. So. Und für uns ist jetzt ganz einfach wichtig, wie häufig wird denn das theoretisch passieren? In der Realität, das muss ich gleich dazu sagen, wird es relativ selten passieren. Warum? Weil wenn der Preis sich hier runter zu bewegt, so, werden wir eh schon anfangen, diesen Put entweder vorzeitig zu schließen oder aber wegzurollen, in den Strangle umzuwandeln, was auch immer. Jetzt ist doch aber trotzdem so, stellt euch mal vor, ihr würdet 100 Trades machen und davon müsstet ihr 90% rollen. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht die Möglichkeit, ihr macht auch wieder 100 Trades und davon müsst ihr nur 10 rollen. Was wäre euch persönlich lieber? Ne? Kann man sagen, okay, kommt ja darauf an, was am Ende rauskommt, aber wahrscheinlich würden die meisten sagen, naja, je weniger ich rollen muss, umso besser. Wäre mir persönlich zum Beispiel auch am liebsten. Und das können wir ein wenig abschätzen über diesen Pot-Wert, denn dieser Pot-Wert ist im Grunde genommen nichts anderes als zweimal das Delta. Und das, wenn wir jetzt mal hier wieder bleiben, zum Beispiel bei 12, dann haben wir hier einen Wert von 24. Und das würde bedeuten, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Strike hier berührt wird, liegt bei 24%. So. Und daran erkennt ihr auch, warum wir bestimmte Delta verkaufen und wann, warum wir bestimmte Delta nicht verkaufen. Wie gesagt, das ist ja immer unsere persönliche Philosophie. Es gibt ja viele, die sagen, ich verkaufe At-the-Money-Optionen, weil der Zeitwertverlust dort am größten ist. Oder manche sagen, ich verkaufe Delta-30-Optionen, weil ich da viel mehr Prämie bekomme als an einem Delta von 10, aber natürlich trotzdem eine höher als 50-prozentige Wahrscheinlichkeit habe, dass es am Ende ein Gewinner wird. Aber überlegt mal den Unterschied. Und zwar, wenn wir einfach mal sagen, wir machen uns das mal mit einer neuen Seite. Wenn wir einfach sagen, okay, wir hätten jetzt hier drei verschiedene Delta. Und zwar einmal ein 5er, ein 15er und sagen wir mal ein 35er. Ne? So, all diese Trades wären grundsätzlich, hätten die eine positive Gewinnwahrscheinlichkeit, also der Pop-Wert, der läge hier bei 95%, also in 95% der Fälle, wenn ihr solche Optionen verkauft, werdet ihr am Ende, selbst wenn ihr nichts macht, Geld verdienen. Bei dem wären es 85% und bei dem auch immerhin noch 65%. Also alles gut und schön. Damit, glaube ich, kann man ja auch bezeichnen, so ein bisschen als Trefferquoten. Damit, glaube ich, kann man ganz gut leben. Aber wie häufig wird denn jetzt der Strike berührt? Oder die Wahrscheinlichkeit ist zumindest da, dass der Strike berührt wird. Das ist nämlich dieser Pot-Wert. So, und das zweimal das Delta. Das heißt, also hier haben wir eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit. Hier schon eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit. Also hier quasi in jedem dritten Fall. Und hier unten haben wir schon eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit. Das heißt also schon in mehr als der Hälfte der Fälle wird der Strike berührt und dann müsst ihr definitiv rollen. Ne? Ihr wisst, bei Future-Optionen lassen wir es definitiv nie zu, dass der Strike berührt wird. Und bei Aktienoptionen, wir persönlich machen es so, dass wir auch immer, wenn eine Option at the money ist, definitiv wegrollen. Ihr wisst das, wer so Tasty Trade-Konzepte verfolgt, die machen dann so Inverted Strangles und so weiter, ist nicht unser Fall. Aber jeder hat ja seine eigene Wahrheit und was für ihn gut funktioniert. Aber wenn ihr euch das mal anschaut, jede dritte Option wird den Strike berühren. Hier, 7 von 10 Optionen, die ihr schreibt, werden den Strike berühren. Ne? Und das ist einfach, das erfordert dann eine ganz andere Herangehensweise. Das ist weder falsch noch richtig, sondern ist einfach anders. Und das müsst ihr für euch ein bisschen abschätzen. Und meine persönliche Erfahrung aus vielen Jahren Handel und auch aus dem Lernen und Umgang mit vielen, vielen Neueinsteigern ist, dass wir uns wahrscheinlich hier oben, also im Bereich Delta zwischen 5 und 15, am besten bewegen, egal ob es jetzt Future- oder Aktienoptionen sind, weil damit die meisten eigentlich am besten zurande kommen. Wer neu dabei ist, dem fällt ja dieses ganze Rollen, dieses Adjustieren, dem fällt das ja immer so ein bisschen schwer. Und wenn du da von vornherein sagen würdest, hey, komm, ich mache hier immer Delta 35er Optionen, gibt ja viel Geld, ne? Dann musst du so häufig adjustieren oder Gegenpositionen schreiben, wie auch immer, dass das ein bisschen schwierig wäre für die meisten Neueinsteiger. Und deswegen empfehle ich euch,
Nehmt Optionen mit einem Delta von 5 bis 15, dann habt ihr nämlich relativ geringe POT-Werte, also Touch-Werte, und damit habt ihr es einfach leicht, in der Praxis Geld zu verdienen. Weil nicht alles, was theoretisch richtig ist, lässt sich in der Praxis auch wirklich für die meisten umsetzen. So, das war also der POT-Wert. Jetzt muss ich allerdings noch eins sagen, der stimmt nicht zu 100%. Warum stimmt er nicht? Und zwar, das ist ein Video, was wir demnächst mal machen, vielleicht nächste Woche. Und zwar, hier haben wir ja immer noch, wir sagen ja einfach eine Delta-5-Option, eine Delta-15-Option. Wir unterscheiden aber jetzt noch gar nicht zwischen Calls und Puts. Und gerade im Aktienmarkt ist es ja so, da gibt es den sogenannten Skew, das wisst ihr. Puts kosten mehr als Calls. Und was das für Auswirkungen auf den POT hat, das erkläre ich euch in einem der nächsten Videos. Bis dahin möchte ich natürlich erstmal, dass ihr mir das Ganze hier kommentiert, dass ihr mir schreibt, nutzt ihr solche Kennziffern, habt ihr es zumindest so im Hinterkopf, der sagt, okay, aus dem und dem Grund mache ich das so, wie seht ihr das Ganze, wie handhabt ihr das in der Praxis und natürlich auch, was habt ihr für Fragen zum Optionshandel. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Euch wünsche ich bis dahin alles Gute, viel Erfolg, Servus, macht's gut, bye bye.